Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu noch mehr Vampire Storm. Genau, es ist schon mal Braxas geschehen. Jetzt könnte man ja meinen, der König und sein gesamter Beraterstab ist tot, Abraxas ist tot. Was soll jetzt noch groß kommen? But just you wait. Ich würde sagen, wir machen weiter. Es ist schon mal Braxas geschehen. Die Geschichte ist natürlich ganz schön brutal. Jetzt reden die kurz ein bisschen Off-Topic-Dialog und sind die Mädchen immer vor dir geflüchtet, leider. Hey, Moment mal, das geht dich gar nichts an. Jetzt kommt ein bisschen Off-Topic-Dialog und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Die gehen halt zurück ins Schloss und überlegen, was sie machen sollen. Den Schlüssel, des Wappen, was sie gefunden haben, was sollen sie damit machen? Und Aisha, dass Aisha von Abraxas geflohen ist und sich dann bei Valna hier untergetaucht ist, das muss natürlich der Junge auch erstmal etwas verarbeiten. Aber jetzt gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Ja, die Auflösung, wer denn jetzt Abraxas Auftraggeber war. Was hat's mit dem Wappen auf sich? Was hat's mit dem Schlüssel auf sich? Gucken wir mal. Werden sie die Rasse der Vampire wieder aufblühen lassen? Abwarten. Die Geschichte nähert sich schon dem Ende. Erzähl weiter. Genau. Er erzählt ja schon, jetzt wurde ein Tag Pause gemacht, um zu überlegen, was sie jetzt machen. Genau, wir sind wahrscheinlich wieder im Schloss, jawohl. Und jetzt, würde ich sagen, geht es ohne große Umwege direkt zum Schloss. Würde ich sagen. Denn im Schloss geht's weiter. Glaube ich. Ich glaube, ich krieg sogar direkt einen Dialog, sobald ich ins Schloss reingehe. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Quests eventuell offen. Aber jetzt ist die Story so deep, jetzt muss ich hier weitermachen. Und ich glaube, ich krieg direkt jetzt einen Dialog, oder? Jetzt fällt es mir wieder ein. Das Wappen, was wir bei Abraxas gefunden haben, sieht genauso aus wie das Burgwappen hier. Abraxas hatte wohl irgendwas mit den Leuten hier zu schaffen. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Erinnert ihr euch noch an den... Oh, meine arme Stimme. Erinnert ihr euch noch an den... An die verschlossene Schatzkammer hier hinten? Eventuell können wir mit dem Wappen hier diese Schatzkammer aufmachen. Ach, der arme Berater. Probier mal das Wappen. Zack. Und die Wand hat sich verschoben. Dahinter ist ein Geheimgang. Na, was haben wir denn hier? So, erstmal hier alles durchsuchen. Was ist hier? Speichersteine, vielen Dank. Feuerring, sind hier sonst noch irgendwelche Geheimgänge? Ne, sonst keine mehr. Ista-Schuhe, Moment mal. Habe ich nicht noch irgendwas von Ista gelesen? Nee. Okay, was sonst? Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal rein. Leer. Das kann ja wohl nicht sein. Wo ist das ganze Geld? Da hinten in der Ecke liegt irgendwas. Ein kleines Buch, Steuern dieses Jahres. Schauen wir doch mal rein. 20.000, 15.000, 13.000. Das sind riesige Steuern. Aber wo ist das Geld? Zahlungen an Mr. X. Im Mai. 14.000, 13.000. Das heißt, das gesamte Geld ist alles rausgegangen. Irgendwer hat die gesamten Gelder bekommen. Abraxas vielleicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Würde zwar erklären, warum er das Schlosswappen bei sich hat, aber ob er Abraxas jetzt so viel gezahlt hat? Wäre denkbar. Könnte bedeuten, dass der König von der Existenz der Vampire wusste. Warum nicht? Der König ist auch schließlich ganz gut informiert. Und er hat natürlich nicht die Ritter losgeschickt, um irgendwelche Vampire zu schlachten, weil es eventuell einen neuen Heiligen Kreuzzug aufbeschworen hätte. Deswegen hat er einfach Abraxas die Vampire jagen lassen. Schließlich gibt es keinen Vincent Waynard mehr. Ja, die Leute würden in Angst leben, wenn sie halt merken, hey, Moment mal, es gibt wieder Vampire. Und Abraxas war halt natürlich stark genug. So, aber wir haben Abraxas in der Höhle belauscht, wie er mit dem Auftraggeber sprach. Er hat Angst, dass er selber mal getötet wird von seinem Auftraggeber. Erinnert ihr euch noch? Abraxas hat irgendwann mal gesagt, solange ihr mich nicht tötet... Nein, solange du keine weiteren Vampire erschaffst, darfst du ewig leben. Und ich glaube nicht, dass der König stark genug gewesen wäre, um Abraxas zu töten. Ja, wenn nur Abraxas stark genug war, um die anderen zu töten, dann hat er mit Sicherheit keine Angst vor dem König. Da ist natürlich auch was dran. Ja, und hier ist auch keiner dieser Kommunikationsgeräte. Also, es hätte Sinn gemacht, aber Mr. X kann nicht Abraxas sein. Irgendjemand anderes hat König, keine Ahnung wie er heißt, bezahlt. Und ich hasse es, nach Astran zu gehen, um Geld auf dieses Grab zu legen. Erinnert ihr euch noch, irgendwer hat den Astran mal am Grab gesagt, dass er da gerne bezahlt werden wollen würde. Ja, wir müssen wohl mal nach Astran gehen.
Und natürlich fangen die Berater an, immer zu fragen, wo das ganze Geld hingeht und warum ich immer zum Grab gehe. Gucken wir mal. Gehen wir doch mal nach Asran und schauen mal, wer da liegt. Dieser, niemand darf von diesen Vampiren erfahren. Die Leute würden Angst bekommen und die wollen, dass ich mein Heer losschicke. Aber das wäre natürlich der Untergang der Menschenarmee. Doch zum Glück glauben sie immer noch, dass die Vampire von Vincent Wainwright komplett ausgerottet worden sind. Anscheinend wurden sie das wohl nicht, weil wir sind ja schließlich hier. Er hat sich auf einen Handel mit ihm eingelassen, der König. Seinen Namen wird er in diesem Buch nicht verraten, aber vielleicht finden wir ihn ja selber raus. Okay, gucken wir mal, was noch kommt. Handlanger gefunden, Arbeiter, entsprechende Bezahlung. Genau, Abraxas ist ein Handlanger, er hat ihn gegen entsprechende Zahlung natürlich hier losgeschickt, um Vampire zu töten. Genau, genau, er hat ihn selbst noch nicht zu Gesicht bekommen, der König, den Mr. X, glaube ich, aber wir werden es bald rausfinden. So, er brauchte das ganze Geld für Mr. X. Und er hat es natürlich alles nur im Sinne der Bürger gemacht. Er hat Mr. X und Abraxas hier nur bezahlt, damit die Bürger nichts von den Vampiren merken. Genau, richtiger Tagesbucheintrag. Der König hat von uns gewusst, von den Vampiren, und er hat dieses ganze Geld dafür verwendet, dass wir ausgerottet werden hätten sollen. Aber er hat natürlich alles geheim gehalten, weil natürlich sonst hier neuer Kreuzzug, alle Leute haben Angst und solche Sachen. Genau, Abraxas war nur ein Auftraggeber. Dann werden wir ihn töten als Strafe dafür. Ja, die auch. Ja. Genau, er geht immer nach Asran und geht da zu einem Grab. Gucken wir doch mal zu einem Grab. Und Asgar hat sich auch ihr wisst schon. Asgard hat sich auch in Asran verwandeln lassen. Von Abraxas und Vincent Wainwright hat es ja, hier, ihr wisst schon, vereitelt. Da hinten in der Ecke liegt wenigstens ein Fehler. Genau, die anderen sind, glaube ich, leer. Ja, das Spiel ist davon ausgegangen, dass man von links anfängt, nach rechts alles aufzumachen. Und da hinten hätte man dann den Dialog gekriegt. Oh, Vampirkrallen, interessant. Ja, 180 Angriffblutung, warum nicht? Jetzt fehlt mir, glaube ich, noch... Genau, es fehlt mir noch Asgars Säbel. Aber den komme ich meines Wissens nach immer noch nicht ran. Also den werde ich im Verlauf der Story jetzt dann erfinden. Würde ich sagen, gehen wir nach Asran. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier ist alles erledigt. Ich könnte hier noch alles und jeden abschlachten, aber ich will nicht, dass meine Menschlichkeit jetzt zu tief sinkt. Das bedeutet, wir gehen mal nach Asran und gucken, was da los ist. Lass mich raten, es kommt ein Zwischenkampf. Nee. So. Erinnert ihr euch noch? Hier hatten wir mal einen Flashback und hier bin ich als ein besonderer jemand rumgelaufen, nämlich als Vincent Wainwright. Und der hat bei diesem Grab da oben gesagt, wenn er irgendwann mal stirbt, würde er da gern beerdigt werden wollen. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich das Grab von Vincent Wainwright? Dich habe ich, glaube ich, schon zweimal ausgesaugt, das heißt, es ist gut möglich, dass du mir jetzt verreckst, aber das... Und, stirbt er? Bitte nicht. Nein! Ja, verzeih mir. Das war eigentlich so nicht geplant. Haben jetzt eigentlich die anderen Angst vor mir? Es könnte sein, dass jetzt auf der gesamten Karte die Leute Angst vor mir haben. Hier ist sowieso nirgendwo irgendjemand. Hier ist hier nirgendwo irgendjemand. Also kann auch niemand vor mir Angst haben. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob die Leute jetzt sagen, ah, ein Vampir. Aber offensichtlich ist hier niemand. Dann gehen wir da mal runter. Ja, das ist das Grab. Es gibt ja sonst kein weiteres hier. Vielleicht können wir den Schlüssel hier hernehmen. Was auffällig ist, ist da nicht wirklich, aber das Geld wurde hier nicht abgelegt und von jemandem abgeholt, Elaine. Gute Idee, aber nein, das glaube ich nicht. Genau, unter dem Blumenkranz ist nämlich ein kleines Loch und da würde irgendwas Pyramidenförmiges reinpassen. Der Schlüssel aus der Praxisturm. Klick, passt perfekt. Eine Treppe und das sah nach Magie aus. Da unten wird wohl eine Antwort sein. Ich weiß nicht, ob hier schon Gegner sind. Oh, Moment mal, hier ist gerade ein Geheimgang. Ah. Das war jetzt ehrlich gesagt nur Zufall. Ich glaube aber, die Gegner dürften nicht allzu stark sein. Ich greife mal mit normalen Angriffen an. Oh ja, okay, er macht keinen Schaden. Walner, 85 HP. 85 HP, obwohl wir Vampirrüstungen anhaben. Also wird es vielleicht doch nochmal ein bisschen interessant. Elaine 102. Ja, ich will jetzt nicht zu viel hier Blut verbrauchen. Das passt schon. Der stirbt schon gleich. Ach ja, ich muss mal nach meinen starken Seelen gucken.
Starke Seele 43 groß. Wisst ihr, was wir jetzt kurz machen? Wisst ihr, Vampir. Was war das? Vampirstein, oder? Das war jetzt noch nicht der Vampir. Nee, das war. Ich dachte, es war vielleicht der Vampir selber. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt mal zurück ins Magierzimmer und wir spielen jetzt ein bisschen. Ich versuche jetzt mal die 80 Seelensteine zu verzocken. Schicksalsspiel. Und ich versuche jetzt mal die Seelen zu verzocken. Und vielleicht habe ich ja Glück. Und es kommt ein... Und es kommt ein Vampirhelm raus. Weil anscheinend brauche ich jetzt doch nochmal... Ein Heiltrank erhalten. Anscheinend brauche ich doch nochmal besseres Equip. Weil die machen doch schon relativ viel Schaden. Ich werde jetzt nicht die ganzen 80 Seelensteine zeigen. Das bedeutet, ich schneide jetzt mal die ganzen restlichen 80 Steine raus, die ich jetzt hier gerade verzock. Und falls ich was Ordentliches rauskriege, sehen wir uns wieder. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ich all meine Seelen verzockt habe. Also ich habe gerade eine komplette Pechsträhne. Ich ziehe gar nichts raus. Keine Tränke mehr, keine Speichersteine, nichts. Und es ist halt mit Wahrscheinlichkeiten, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil sagen wir mal, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 30 was zu gewinnen. Es ist einfach nur mal geraten. Dann heißt es natürlich nicht, dass man zwangsweise nach dem 30. Mal was gewinnt, sondern man hat jedes Mal wieder die unglaublich geringe Chance, hier was zu gewinnen. Das heißt, rein statistisch gesehen würde ich mal sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass ich wirklich aus dem Spiel rausgehe, ohne irgendwas gezockt zu haben. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon verhauen habe, aber ich wollte euch nur sagen, ich hab hier wirklich nur Pech. Ich hole gar nichts raus. Und ich glaube auch, jetzt höre ich gleich auf. Oh, zweimal heiliger Sand erhalten. Das ist dann wieder sowas, wo ich denke, hält mich das jetzt wieder... Oh, Moment, da war ein Vampirhelm. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder sowas, was mich bei der Stange hält, wenn ich jetzt auf einmal doch was kriege. Da war ein Vampirhelm, oder? Okay, jetzt habe ich gerade aus Versehen einen kleinen Seelenstein verzockt. Da war ein Vampirhelm dabei. Okay, ja, das ist jetzt genug gezockt. Ich mache mal kurz, wie viele Seelensteine habe ich denn jetzt noch? 31. Ich mache jetzt mal die restlichen starken Seelen wieder zu Steinen, damit ich genug habe, um den Dämon zu beschwören, falls ich ihn brauche. Ich glaube, da war tatsächlich ein Vampirhelm dabei. Tatsächlich. Der einzig wahre Helm der Vampire. Okay, er hat schon einen ganz guten Helm. Sie braucht ihn. Ja, und du kannst den Schmerzhelm anziehen. So gefällt es mir am besten. Ja, das ist jetzt genug gezockt. Ich würde sagen, nichts wie zurück. Und jetzt gucken wir uns hier unten mal weiter um. So. Bitte nicht allzu viele Zwischenkämpfe. Wobei, vielleicht erreiche ich ja noch Level 50. Aber wo zum Teufel bin ich denn hier jetzt? An den Dungeon erinnere ich mich gar nicht mehr so gut. Aha. Speicherstein. Naja, warum nicht? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Okay, von Feuerdämonen kann man wahrscheinlich kein Blut saugen, oder? Ich meine, ich kann es mal probieren, aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder auf Nummer sicher hier. Ist der betroffen? Ist nicht betroffen! Oh, oh, oh. Und man kann auch kein Blut trinken. Wir probieren einfach mal schneller tot, because why not? Aber ihr habt Vampir-Sachen, ihr könnt einfach angreifen. Komm, stirb! Nichtsdestotrotz sind die Gegner jetzt nicht allzu hart. Also ich würde mal davon ausgehen, dass der auf jeden Fall irgendwelche Feuerangriffe hat, aber die Gegner sind jetzt nicht so stark. Ich werde mich nach dem Kampf hochheilen müssen, aber ich denke, ich kann die Kämpfe auch hier rausschneiden. Okay, gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich in die Richtung, wollte ich gerade sagen. Oh, Moment mal. Den Kampf gucken wir uns jetzt mal kurz nochmal an. Komm, Elaine. Schläft ein. Ja, wunderbar. Die sind also nicht immun gegen Statusangriffe, das heißt, das war's. Die Kämpfe können also alle raus. 2100 Erfahrung. Schön, schön. Einen Schritt konnte ich gehen. Oder zwei oder drei. Kann ich jetzt ein paar Schritte mehr gehen? Gucken wir nochmal nach Geheimgängen. Gott sei Dank habe ich mir diesen Zauber geholt. Aha! Irgendwie kommt Elaine hier alles bekannt vor.
Das kann eigentlich nicht sein. Vielleicht war hier Elaine schon mal. Wenn sie sagt, ihr kommt hier alles so bekannt vor, wir werden es rausfinden. So, ein Vampirstein, ja wunderbar. Ach ja, ich müsste mal meine ganzen Runen verbrauchen. Ich habe schon wieder 2 Lebensrunen. Elaine und Valna, das passt beides. Habe ich noch eine Blutnektar habe ich noch? Habe ich noch eine Blutrune? Nee. Lebensnektar habe ich noch. Ah, und ich habe 3 rote Steine. Das heißt, erinnert mich mal dran, dass ich nach diesem Dungeon auf jeden Fall die Steine ausgeben gehe. Weil 3 rote, das lohnt sich auf jeden Fall. Bei den anderen Steinen muss ich sagen, ja okay, das ist jetzt nicht ganz so viel. Das sind jetzt nur jeweils 1 Stein, das ist jetzt nicht so tragisch, aber 3 rote Steine ist schon wichtig. Die will ich auf jeden Fall ausgeben. Da unten war ein Geheimgang. Höllenkrieger. Komm, die gucken wir uns kurz mal an. Schauen wir, was die können. Ich denke mal Blutsaugen, ja. Blut haben sie auf jeden Fall, wunderbar, das freut mich. Und beide bluten, das heißt, der Kampf ist eh schon gelaufen. 112 Schaden. Aber ich schätze mal, ihr seid nicht immun hiergegen, oder? Schauen wir mal. Ja, verstummt, schläft ein, krank, blutet, vergiftet. Ja, Thema erledigt. Das heißt, ich kann alle Kämpfe jetzt wirklich rausfinden. Ich wollte mir nur noch mal die Leute angucken. So, und nach ein bisschen rumstehen und mich hochheilen lassen, würde ich sagen, zack. Weiter, hier war irgendwo ein Geheimgang. Genau, was ist denn das? Hä? Moment, hier sind bestimmt irgendwelche Geheimgänge. Nee. Hä? Ah! Ich glaube, das eine hat mich nur... Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Tun wir einfach mal so, als hätte ich eine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, der eine Teleporter hat mich einfach nur in die Mitte teleportiert und der rechte Teleporter hat mich dann einfach da nach unten teleportiert. Also ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie bin ich hier anscheinend eh falsch. Es ist hier ein komplettes Dead End, kann das sein? Zumindest kommt es mir so vor, als bin ich hier irgendwie falsch. Moment. Ne, Moment mal. Hier gibt es mehrere Teleporter. Der... Das sind andere Teleporter, glaube ich. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, gibt es hier Geheimgänge? Nein. Das bedeutet, links, so ein bisschen rechter als links, dann ganz rechts oder so ein bisschen linkser als rechts. Hier vielleicht? Oh Gott, das kannst du ja, da komme ich ja, oh mein Gott. Hier vielleicht? Ach du Schande. Oh Gott. Es kann halt sein... Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber ich komme auf jeden Fall irgendwo hin. Da oben ist auf jeden Fall... Da muss es einen Geheimgang geben. Ja. Da hätte ich wahrscheinlich auch selbst drauf kommen können. Teufelskrallen, ja vielen Dank, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Oh, diesmal ein Feuerdämon mit Krieger, aber trotzdem. Auch das hier kein Problem. Meines Wissens nach bin ich hier aber noch falsch. Ich komme, glaube ich, da oben durch die Tür noch nicht durch. Ja, natürlich verschlossen, da fehlt mir noch was. Man sieht da schon so eine kleine Einkerbung hier. Ah, Moment! Ja, das ist wieder... Okay, das ist wieder... Ich habe es verstanden. So. Oh, bitte lass es mich jetzt nicht mehr verkacken. Jawoll! Gott, ich dachte, jetzt versaue ich es noch. Das hätte ich mir nämlich im Leben nicht mehr merken können. Okay, hier ist nichts. Hier gibt es mit Sicherheit noch Geheimgänge. Zumindest sieht es nach einem sehr schönen Gebiet für Geheimgänge aus. Das heißt, ich sollte mal die ganze Zeit mit dem Blick der Geister rumlaufen. Auch wenn er nicht besonders lange dauert. Was haben wir denn hier? Vampirsäbel. Na, danach habe ich doch seit einer Zeit gesucht. So, jetzt hat auch... Das macht gleich mal über 90 Angriffe mehr als sein... Oder ungefähr 90 Angriffe mehr als sein Alter. So, jetzt hat auch er seine beste Waffe.
seltsame blinkende Dinger, das werden wir noch früh genug rausfinden. Ah, die verfolgen mich, glaube ich. Ich denke, es schadet nicht, weil ich brauche die ganzen Speicherstellen jetzt nicht mehr so dringend. Ich warte mal kurz, bis die Fledermausverwandlung aus ist. Dann nehme ich mal einen Speicherstein hier. Weil, wer weiß, was da jetzt noch auf mich wartet. So. Ach ja, genau so. Ich glaube, die werden mich gleich verfolgen. Und wenn sie mich kriegen, teleportieren sie mich zum Anfang zurück. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, die folgen mir jetzt. Und ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, offensichtlich. Oh, ja, dann passiert nämlich genau das. Könnt ihr mal wieder zurück auf Anfang? Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Ja, das kann eine Zeit dauern. Ach, eventuell kann ich alles zurück auf Anfang machen, wenn ich so. Genau, es ist alles zurück auf Anfang. Okay, dann fangen wir mal da unten an. Ah, da oben soll ich wahrscheinlich hin. Ach nee, da komme ich her. Aber zumindest scheint es so, als gibt es hier keine Gegner. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich cool. Weil zumindest mal in dem Raum hier keine Gegner geben würde. Da das wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern kann. Ich meine, ich könnte es theoretisch alles mal ein bisschen rausschneiden, aber gucken wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht ist hier irgendwo, vielleicht komme ich hier nur durch einen Geheimgang weiter. Vor allem ich mit meinem Siebhirn kann mir sowieso nie merken, wo ich schon war und wo nicht. Okay, da unten ist auf jeden Fall Dead End. Das heißt, es muss irgendwo links in die Richtung gehen. Schätze ich mal. Also ich muss gar nicht mehr als Fledermaus rumlaufen. Hier unten scheint es keine Gegner zu geben. Was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Okay, der sollte mich nicht kriegen. Vielleicht rechts rum, vielleicht darunter. Nein! Da unten wäre sowieso Dead End gewesen. Also probieren wir es nochmal. Oh Gott, das kann dauern. Also ich denke nach wie vor, dass es irgendwo hier links sein muss. Da unten wäre Dead End gewesen. Das war knapp. Ja, eventuell, je nachdem, wie viele Stunden das jetzt noch dauert. Ja, weil es gibt einfach einige Punkte, da erwischen sie mich. Da laufe ich dann in Dead End und dann kriegen sie mich einfach. Ich könnte versuchen, all die mal in eine Richtung zu locken. Aber ich glaube, ich schneide es jetzt mal so lange raus, bis ich da unten mal zu dem Punkt hinkomme, wo ich glaube, dass es weitergeht. Weil ich meine, das ist irgendwo da links unten in der Ecke. Aber gucken wir mal. Vielleicht geht es ja hier sogar schon weiter. Na also, muss ich gar nichts rausschneiden. Oh ja, ich bin schon da. Ja, Elaine kriegt jetzt einen kleinen Flashback. Ja, Elaine... Pst. Jetzt sind wir in Elaines Gedanken. Da oben läuft sie. Jetzt soll sie ihm auch noch Fledermausflügel bringen. Was macht er wohl damit? Ja, sie hat das Gefühl, schon mal jemanden... schon hier gewesen zu sein und jemandem hier gedient zu haben. Aber sie kann sich nicht mehr so ganz erinnern. Gehen wir mal weiter. So, Moment. Sicher ist sicher. Die Musik ist so perfekt. Ja, da nach oben werde ich noch nicht gehen. Also, ich muss da gleich hoch, aber... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich meine, ihr könnt es ja schon sehen an dem Totenkopf rechts oben in der Ecke. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, ich hatte Blick der Geister, glaube ich, eh schon an. Ich speichere lieber schon mal ab. Ja, wie sieht's denn mit Blut aus? Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe nochmal zurück. Sicher ist sicher. Oh ja, die Gruft. Ihr habt 4000 Kilo Silber. Hier habt ihr die 32.000 Filler. Brauche ich jetzt natürlich nicht mehr unbedingt das ganze Zeug. Ich hab die beste Ausrüstung, die es so gibt. Was mit meinem Geld könnte ich aber ansonsten... mit meinem Geld könnte ich mir allerdings noch ein paar Bluttränke holen, eventuell. Das ist bei den Kindern der Apokalypse natürlich auch relativ schön. Die haben alles, was das Vampirherz begehrt, aber ich hole mir hier schnell ein paar. Und geh hier auch schnell saugen.
Nein, das wollte ich nicht machen. Nein, falscher Zauber. Also, ich gehe jetzt nochmal nach Melzahn, kaufe mir ein paar Blutsachen und saug mich kurz voll. Und dann geht's zurück, ihr wisst schon wohin. Ja, jetzt dachte ich mir, ich kaufe mir bei ihr schnell was, aber leider hat sie nur Schrott. Ich hätte doch zu den Kindern der Apokalypse gesollt. 20 Blut und plus 50 Blut, das lohnt sich fast gar nicht. Ich werde sogar kurz zu den Kindern der Apokalypse fliegen, weil wenn ich jetzt mein Geld nicht für Bluttränke ausgebe, wann dann? Das bedeutet, ich fliege nochmal kurz zu den Kindern der Apokalypse. Und hole mir frische Bluttränke. Die Frage ist, welcher Händler war das? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. War das der hier oben? Ich glaube, der war das, oder? Kann euch hier Tränke anbieten? Ja, mit frischem Blut, zeig mal her. Wir sind ein gutes Mitglied. Genau, plus 100 Blut und maximal Blut. Ja, plus 100 Blut kannst du mir mal 2 geben oder 3 und da kannst du mir auch ordentlich welche von geben. So, ja, das sieht gut aus. 21, das sollte reichen. Trank der Ewigkeit. Ne, von dem Rest habe ich alles genug. Ja, noch ein paar von denen. Ja, ein paar mehr von denen. Alles klar, das ist genug. Jetzt geht's aber zurück. Gesaugt habe ich. Ja, Wallner fehlt ein bisschen Blut, das passt schon. Gegenstand, Speicherstein. Und schauen wir mal da hoch, was da auf uns wartet. So, gucken wir mal. Na, wer steht denn da? Na, wer steht denn da? Es ist soweit. Ihr habt hierher gefunden. Vincent Waynard ist noch am Leben. Wie kann das wohl sein? Finden wir es raus. Ja, Vincent freaking Waynard. Das ist der Vincent Waynard. Doch, junge Dame, ganz genau der. Tja, ob er nicht gestorben ist... Ja, aber Elaine kriegt, glaube ich, noch einen kleinen Flashback. Elaine, wer hätte kurz gedacht, dass wir uns nochmal begegnen? Anscheinend kennen sich Vincent und Elaine. Anscheinend kennen sie sich. Ja, er lebt und sie kennen sich. Es sind viele Jahre vergangen. Erinnere dich, Elaine. Erinnere dich an damals. Und jetzt sagt er, mein Zauber ist stark genug, um deine Gedanken für mehrere hundert Jahre zu blockieren. Dein Zauber hat sie zu sehen gemacht, was sie ist. Ja, weil Aska hat sie ja in Shanna gefunden, konnte nicht reden und nix. Und das war... Vincents Zauber. Sie konnte nicht klar denken und war stumm. Du hast meine geliebte Elaine dazu gemacht, du Schwein. Ja, nicht mal als Vampir kann sie sich erinnern. Ich glaube, wir kriegen gleich noch einen anderen Flashback. Ja, er hat genug Vampire getötet, um zu erkennen, wenn welche vor ihm stehen. Du weißt, wer ich bin. Natürlich, das Gedächtnis eines Vampirs ist unübertroffen. Und vor allem seins erst. Er ist nämlich auch ein Vampir. Wie sollst du auch? Ich bin perfekt, der Höchste. Es gibt ja die Generation von Vampiren. Aska ist, glaube ich, erste Generation. Wallner... Nee, Aska ist zweite. Weil Abraxas war ein Vampir der ersten. Deswegen ist Aska einer der zweiten. Und Wallner ist der dritte Generation. Und Vincent Waynard ist die nullte Generation, sozusagen. Der allererste Vampir. Und niemand hat gemerkt, dass er einer war. Und sein Plan perfekt. Keiner kann ihn riechen, er kann für immer auf der Erde wandeln. Und er ist die mächtigste Waffe. Erinnere dich, Elaine, du hast mir Fledermausflügel geholt. Schauen wir es uns doch an. Genau, hier sind die Flügel. Vielen Dank, jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Ich werde der Weltherrscher werden. Ich werde ein neues Zeitalter beginnen, meines. Diese Fledermausflügel waren die letzte Zutat. Mein Zauber. Ich werde über alles herrschen, über diese ganzen dummen Menschen. Hä, er macht mir Angst. Elaine sieht es natürlich nicht ganz so ein. Und ich werde nicht nur eine Generation lang herrschen, sondern ich werde für immer herrschen, sozusagen. Wunderschöne Elaine, du bist meine Assistentin, du wirst meine Braut. Du bist mein Weib. Auf ewig, ich verstehe nicht. Als oberster Herrscher. Ja, jetzt geht's weiter. Er macht seine Weltmachtsfantasien. Macht er gerade ein bisschen Luft. Und Elaine ist davon aber nicht ganz so überzeugt. Er ist nicht ganz so überzeugt. Ich werde mich verwandeln. Wir werden unsterblich. Ihr macht mir Angst. Er wird Vampire erschaffen. Natürlich kennt Elaine Vampire noch nicht. Das ist. Wir haben gerade einen Flashback, keine Ahnung, 300, 400, 500 Jahre, wer weiß. Blutsaugende Kreaturen, wir werden die mächtigsten werden. Wir werden als Paar für immer herrschen und sie werden uns alle fürchten. Und dann werden wir sie alle, dann werden wir Vampire entschaffen.
dann werden wir die jagen und töten und dann werden wir sozusagen als die höchsten Priester hier Unsterblichkeit erlangen. Ja, er führt diesen Plan weiter aus. Erst will er sie erschaffen, dann sollen wir uns sie verwandeln und dann sie vernichten. Der Plan ist perfekt. Ihr seid nur noch abartig. Wie bitte? Was sagtest du gerade? Ihr seid verrückt, wahnsinnig. Du wagst es. Und deswegen hat er den Zauber... Du bist nur eine kleine Schlampe. Deswegen hat er den Zauber genommen, der sie dann letztendlich nach Shanna verfrachtet hat und ihre Gedanken so blockiert hat. Herr, du wirst niemals mehr glücklich werden. Hier... In Arthos Uyurartos. Bitte, Herr, hört auf. Hefrak Indoria. Tja, das war's für dich, Elaine. Zumindest für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, und so ist sie in Shanna gelandet. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob das Aska gefällt oder nicht. Dann habe ich nur noch geschrien. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Ja, und das gefällt Aska nicht. Glücklicherweise Vampirverwandlung. Das war dein Plan. Erst Vampire schaffen, dann vernichten. So sieht's aus. Und so hat er sich den Rang des Hohepriesters erarbeitet. Man könnte sich jetzt fragen, woher wusste er, wie das geht? Woher hat er das Wissen, wie man Vampire erschafft? Finden wir noch aus. Genau, er hat sich in den allernullsten Generationen mächtigsten Vampir überhaupt verwandelt. Und dann sind sie halt rumgegangen, haben alle abgeschlachtet und dann hat er den Heiligen Kreuzzug angeführt. Aber das kennen wir ja schon. Aber er hat anscheinend nicht alle erwischt. Und ja, das wird zu seinem Verhängnis werden, eventuell. Ich meine, ihr seht schon den wabbelnden Totenkopf oben in der Ecke. Ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Ja, er ist entkommen. Hätte er nur gewusst, dass Abraxas mich damals gebissen hat. Das war der Flashback, den wir vor einiger Zeit hatten. Das hat er nicht bemerkt. Tja, wohl Pech für dich. Ja, langsam kamen ihm Zweifel. Es kamen doch Vampire und sie könnten sich... Er dachte vielleicht, schließen sie sich zusammen und vernichten ihn dann. Und so hat er Abraxas gesucht, damit Abraxas auf Vampirjagd geht, damit er es nicht selber machen muss. Er hat ihn aufgenommen, hat ihn wieder aufgepäppelt, einige Zauber beigebracht und dann hat er Abraxas auf die Jagd geschickt. Genau das hat er getan. Ja, Rittertruft, floh. Ja, wie gesagt, er war halt schwach und er hat ihn halt wieder aufgepäppelt und gesagt, du gehst dafür für mich auf Vampirjagd. Was sollte Abraxas auch machen? Er war dem Tod nahe, also hat er ihm gehorcht. Abgesehen davon hat Abraxas wahrscheinlich auch erkannt, wie stark Vincent Waynard ist. Also was hätte Abraxas machen sollen? Er war auch nur ein Instrument. Ja, niemand durfte natürlich wissen, dass Vincent Waynard ein Vampir ist, ist klar. Ist klar. Er ist natürlich weiterhin seinen Aufgaben als Hohepriester nachgegangen und er hatte einfach keinen Bock mehr, wieder auf Vampirjagd zu gehen. Also hat er da Abraxas losgeschickt. So, meine Macht. Schade, ja. Jetzt sagt er noch, oh, Elaine, wir hätten es damals so schön haben können. Ja, sie ist immer noch starkköpfig. Abraxas hat es halt rumgegangen und hat die ganzen Vampire erledigt. Und jetzt, er hatte den Schlüssel halt für seinen Grabstein. Das ist das Problem. Wir haben nämlich Abraxas zerstückelt und deswegen haben wir den Schlüssel gekriegt. Ich werde das erledigen, was ich vor langer Zeit hätte tun sollen. Oh mein Gott, Vincent Waynard. Ich bringe dich und Elaine um und auch einen kleinen Diener dazu. Ich bin kein Diener. Ihr wisst gar nicht, weil... Oh Gott. Ja, wir sind die letzten Vampire dieser Welt. Natürlich außer Vincent. Das heißt, wenn Vincent jetzt gewinnt, ist er wirklich der allerletzte, der übrig bleibt. Ach ja, ich müsste nochmal zu den Kindern der Apokalypse eigentlich zurück. Übrigens, ich hätte nochmal zu den Kindern der Apokalypse zurückgehen müssen. Die hätten mir, glaube ich, noch eine Belohnung dafür gegeben, dass ich Abraxas getötet habe. Das habe ich jetzt vergessen. Ja. Wenn er uns jetzt tötet, dann ist es endgültig sein Plan aufgegangen. Ja. Und er hat natürlich als Priester den Leuten erzählt, hey, Gott persönlich hat mir unendliches Leben gegeben. Das haben die Leute denen natürlich geglaubt. Okay, jetzt erzählt er noch ein bisschen mehr. Er hat seinen Tod vorgetäuscht. Deswegen versteckt er sich jetzt hier unten, um dann irgendwann wieder zu sagen, er wird wieder auferstehen. Das zeigt den Leuten dann nur nochmal umso mehr, dass er hier Gott gegeben ist und seine Reinkarnation. Und dann hätten auch die letzten Zweifel an ihn geglaubt. Natürlich glaubten ihn die Menschen. Er hat Tod vorgetäuscht und seitdem wartet er hier, um wieder nach oben zu gehen. Er hat Zauberforschung betrieben und irgendwann wird er diese Wiedergeburt vollziehen.
Ja, jetzt ist er tot, jetzt stehen die letzten drei Vampire vor ihm, jetzt kann er seinen Plan beenden. Morgen werde ich wiedergeboren, abwarten. Du hast recht, du wirst wiedergeboren, als Blutgeist. Es wird mir eine Freude sein, eure Köpfe abzuschlagen. Du wirst du dafür bösen, was du mir angetan hast. Jetzt kriegt Elaine vielleicht ihre Rache. Daher weiche ich euch die Ehre, euch noch zu stärken. Das wird euer letzter Kampf sein. Ich erweise euch die Ehre, euch vorher noch zu stärken. Was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. Das heißt, wir werden noch nicht direkt in den Kampf gehauen. Mein endgültiger Sieg sollte nicht zu leicht für mich sein, sonst wäre es nichts Besonderes. Bereite dich auf dein Ende vor. So. Schatten der Nacht, wir teleportieren uns mal raus. Tschüssi! Das wird hart. Das wird richtig hart. Ich gucke jetzt mal kurz, was die Kinder der Apokalypse noch für mich haben. Ich glaube, die geben mir noch eine Belohnung dafür, dass ich Abraxas getötet habe, glaube ich. Glaube ich. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, selbst wenn ich die Kämpfe rausschneide, geht die Folge schon relativ lang. Ich glaube, mit Vincent Waynard liegen wir uns in der nächsten Folge an. Ich will noch kurz gucken, was die Kinder der Apokalypse noch für mich haben. Mal gucken, weil irgendwas haben die noch für mich, glaube ich. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern, die wollten noch, dass ich Abraxas töte. Irgendwas war da. Wenn ich mich richtig erinnere. Der ganz links oben in der Ecke wollte das von mir. Glaube ich. Ich könnte hier einfach mal rumgehen und die ganzen Kinder der Apokalypse einfach alle töten. Aber nein. So. Du. Genau, rot bedeutet, sie leben noch. 1, 2, 3, 4 rote Lichter noch. Das bedeutet, wir drei und Vincent Waynard. Wenn ihr was benötigt, machen wir... Moment, darf ich da hinten jetzt ran? Lass die Finger davon. Ist es zufällig Nacht? Nee, ist es nicht. Ja, da hinten wären wahrscheinlich noch ein paar Heilgegenstände drin, aber brauche ich die so dringend wahrscheinlich nicht. Okay, Walner fehlt jetzt ein bisschen Blut. Aber das passt. Da kann ich hier 50 Blut... So. Natürlich Gegenstand, Speicherstand. Das ist mal ein Cliffhanger, wa? Ich meine, es ist eh egal, weil... Zu dem Zeitpunkt, wo man das guckt, ist wahrscheinlich die nächste Folge sowieso schon draußen, also es ist eh egal. Aber ich stärke mich nochmal mental für Vincent Waynard. Und in der nächsten Folge greifen wir ihn an. Aber das wird hart. Vincent Waynard ist wirklich hart. Der hat auch wie Aisha wieder mehrere Formen und das wird... Autsch. Egal, wir gucken es uns mal an. Wir gehen mit sehr, sehr großen Schritten auf die... aufs Ende des Spiels, so gut möglich, dass die nächste Folge schon die letzte wird. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall machen wir hier nochmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten und letzten Folge, eventuell, nochmal wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und drückt mir die Daumen.